Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Mit Evil Dynasty gehen wir bei der Runde natürlich hier. Erstmal mit ein bisschen Wasser. Dann gucken wir mal, was im Materiallager angekommen ist. Ob da jetzt irgendwie was zu essen drin ist oder nicht. Weil sonst haben wir bald auch irgendwie, müssen wir selber sehen, dass wir Essen machen. Ne? Weil hier ist immer noch nichts. Leder ist hier. Und können wir mal hier rausnehmen. Pelz ist auch hier. Nehmen wir auch mal hier raus. Weinsaat hatten wir aufgeteilt. Holzteller, Holzschale nehmen wir hier raus. Rotieren mal wieder ein bisschen. Holzhacke können wir hier auch rausnehmen. Einfaches Säckchen auch. Wir wissen jetzt, glaube ich, so mittlerweile eigentlich funktioniert. So, dann gehen wir mal erstmal zur Landwirtschaftshütte. Da tun wir die Holzhacken rein. Einmal ein bisschen durchsortieren, ne? So, die Bronze-Sichel kann hier mit rein. Die muss ich ja nicht unbedingt in der Hand haben. Wollte ich jetzt hier die Steinhacke, die neuen. Habe ich doch drei hergestellt. Na egal. Steinhacke 150 von 150. Habe ich noch eine Holzhacke auf Tasche, oder? Hier ist halt 100, okay. Also so viel mehr Unterschied ist das, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht. Hier ist auch noch eine Holzhacke. Erstmal alles einfach hier rein. So, Pelz. Warte ich mal durch. Irgendwann nutze ich vielleicht auch die Wege hier bei uns. Pelz und so weiter. Jeder kommt hier mit rein. Wissen wir, was wir haben. Oh, ist ja schon mal ganz gut mit Pelz sogar. Noch irgendwann tolle Schuhe machen. Also unsere Schuhe aktuell machen 5 Hitzeschutz und 5 Kälteschutz. Sind aber auch halt nichts wert, weil sie nach einfach uns von Anfang an dabei waren einfach. Haben wir noch 36 von 60. Wenn wir die Holzschalen wegbringen. Ah, sie ist da. Gut, Blanka. Just. Nee. Guck erstmal selber. Elf Kohlsuppen sind am Start. Trockenfleisch, ein bisschen gebratenes Fleisch. Oh, die ersten Fischfilets sind am Start. Ja, auch braten, ne? Plus 4 Nahrung, ist ja... Ah, ne, so, das Fleisch ist schon so schlecht, oder die Vergiftung? So, weil es rohes Fleisch kann man nicht gut essen, aber wo Fisch geht. Also die können ja gar nicht hinterher, ne? Orten kann man auch so essen. Ich glaube, davon nehme ich mir mal einfach mal hier auf Tasch. Oder erstmal die Karotten weg. Sonst keiner isst. Ich mag Karotten. Gut. Ja, hoffen wir jetzt, wo sie bei uns hier wohnt in der Gegend, ne, dass es dann besser funktioniert bei dem Essen. Ach ne, den können wir nicht. Grill rausverwalten. Gebratenes Fleisch, gebratenes Fischfilet. Nicht genug Brot. Aber wir kennen das. Lass uns dann selber schneller braten, damit wir ein bisschen mehr Mahlzeiten anbieten können. Irgendwie. Verwaltung.
Ludgarda hat hier richtig verloren an Stimmung. Was jetzt bei uns wohnt wahrscheinlich, oder was? Danke hat an Stimmung gewonnen. Mirka und Staljevo sind gleich. Da muss es doch irgendwo was zum Nachgucken geben, oder? Ich werde mich nochmal schlau machen. Bis zur nächsten Woche einfach. Mal gucken, wie wir die ein bisschen auf Vordermann bringen können, die Stimmung bei den Leuten hier. Check hier ist mal die Hütte. Ich wollte ein bisschen. Den können wir hier machen. Ich glaube, das ist ein bisschen die Mahlzeit. Null Vielfalt hier waren. Es gibt nur Kohlsuppe und Fleisch. Die ganzen Äpfel sind aber Karotten. Warum wollen wir nicht die ganzen Karotten essen? Die sollen sich ein bisschen ausgewogen ernähren. Ich glaube, ein großer Faktor im Mittelalter war Alkohol einfach, ne? Trostlose Leben. Kein Computer, kein Fernsehen, was auch immer. Da sind noch ganz viele Holzschaufeln drin. Eine Eisenaxt. Eisenaxt ist ja auch eigentlich für unseren Holzfäller nicht ungeeignet, ne? Eine Weinflasche. Guck mal, mitten ins Materiallager. Gönnt sich ja irgendwann irgendjemand Wein. Ist dann dadurch zufriedener. Kann ja sein. So, Fischfilet ist durch ins Nahrungsmittellager. Na gut, Ludgarda hat natürlich, vielleicht ist es auch so, die wohnte ja bisher in dem Steinhaus. Ne? Das Steinhaus ist ja so ein bisschen das massivste, stabilste, tollste Haus wahrscheinlich in der Siedlung gewesen. Muss sie bei mir wohnen und hat sie erstmal an Zufriedenheit verloren. Das Haus ist nicht so gut. Oder vielleicht, wo wollte sie auch noch gar nicht bei uns wohnen. Muss es jetzt aber, weil wir sind der Dorfverwalter. Man weiß es nicht. Was wollte ich? Ach, ich bin, genau, das ist hier ja Fischfilet. Bratenes Fischfilet. 8 Nahrung bringt 1. Immerhin. Und das ist halt ein bisschen abwechselnd. Und 2 sind schon wieder da. Fleisch ist hammer viel hier. Wir mussten mehr. Bratenes. Haben wir aber gebratenes Fleisch und. Und so. Bogen, Steinpfeiler, Holzbolzen. Ja, gerade. How is life treating you? Ja, Romantik. Thema von ihr, das weiß ich, ob ich mir das so richtig ausgesucht habe. Will mit dir machen, was der Frühling mit den Kirschbäumen macht. Mehr und mehr mit dir verbunden. Das hört sich gut an. Ich hoffe, du gibst dich nicht mehr lange mit dem bloßen Reden zufrieden. Punkt. Du bist elegant und gebildet. Das gefällt mir. Meine Mutter würde dem nicht zustimmen. Schade. Wie geht es dir, meine Schöne? Ja, okay. Reicht erstmal heute. Danke. Okay. Ich gehe zu Blanca. Ja, die muss arbeiten. Im frühen Sommer ist, weil die Häuser noch Stufe 1 sind ohne Dämmer. Fast im Frühling. Gala braucht Brennholz. Hat er noch welches auf Tasch? Du tust doch schon wieder so, als wenn du Brot backen würdest. Mach uns Kohlsuppe. Hier. Ja, Blanca zieht voll an mit der Stimmung jetzt. Läuft gerade nicht so.
Das Erfahrungsbalken hier, lernen die auch dazu mit der Zeit noch? Also schon, ne? Genau, eins. Weil er war ja eigentlich, kann Sanibor nur in die Landwirtschaft gehen. Nicht in der Gewinnung arbeiten. Ist jetzt in der Erika, ist in der Fischerhütte. Jagen. Jagen kann Erika 2. Die ist in der Küche. Küche ist. Oh Gott, Blanka, du kannst doch gar nicht kochen. Bäh. Aber sie kann jagen. Okay, unsere Dame Ludgarda. Du gehst in Zukunft in die Küche. Zugewiesen zu alles als Ludgarda. So, Blanka, du kannst nur jagen. Also Jagen 3 ist ja viel besser. Wir müssen ja auch die Leute so einsetzen, wie sie wenig sind, ne? Guck mal, kochen kann sie perfekt hier. Ludgarda produziert dann ja wahrscheinlich auch deutlich mehr. So. Sanibor geht dann als Typ Gewinnung Holzschuppen, kann er auch 0, ne? Könnte in die Produktion gehen. Aber dann fehlt uns jemand für die Gewinnung. Erika Fischer. Jagen 2 kann sie. Boah, echt nix. Gott, vielleicht sollten wir ihn rauswerfen und eine Dame suchen. Obwohl, nee, er wohnt ja mit Erika zusammen. Wahrscheinlich sind die deswegen auch noch so im Use, weil die kennen sich vielleicht noch gar nicht so gut. Boah, Level 2 hat es ja, ne, ewig. Hier ist er 50. Okay. Jagen immerhin 2. Fischerhütte. Aber der Tausch macht schon. Ich meine, klar, Ludgarda kann jagen. War auch gut mit der Jagdhütte. Aber Blanka kann einfach nicht kochen. Deswegen ist sie in der Jagd mit 3-3 besser aufgehoben. Definitiv. Was? Steuern? 900? Was? Ich muss schon 650 Steuern bezahlen? Was mache ich denn mit dem? In der Gewinnung. Und er würde dann in die Produktion gehen. Zum Beispiel einfach nur irgendwas Stupides herstellt, was wir verkaufen können. Wenn es Steinspitzhacken sind. Wir sammeln Stöcker und Steine, schmeißen die irgendwo eine Truhe rein und er macht da Steinhacken draus oder so. Und die können wir im Dorf verkaufen als Beispiel. Aber dann brauchen wir jemand Neues in der Gewinnung für Holz. Du musst nicht mehr jagen, du bist jetzt hier in der Küche. Gala. Ja, macht glaube ich wesentlich mehr Sinn, ne? Bestimmt viel schneller. Sonst irgendwo Steine? Nö.
einem Stück und schon habe ich wieder Platz für 30 Kilo. Stroh, ja gut, ne? Fackel, aber wir sind jetzt eh... Also eine Fackel brauchen wir vielleicht noch. Ja, ich lerne auch so langsam dazu bei dem Spiel. Man merkt schon, dass man die Leute geschickter einsetzen muss. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied. Auch wenn die dazu lernen, ist ja gut. Es gibt ja wohl auch Auszubildende oder Praktikanten, wie auch immer, die man da einstellen kann, die dann was lernen. Das sind ja wahrscheinlich die Kinder, die dann irgendwann vielleicht mal in der Siedlung kommen. Aber es ist, glaube ich, so das Ziel für nächstes Mal. Wir müssen bestimmt noch mal eine Hütte mehr bauen. Dann vielleicht die beiden noch mal wieder räumlich voneinander trennen, weiß ich nicht. Oder einfach so lassen und kaufen, dass sie irgendwann Nachwuchs zeugen und irgendwann laufen da Kinder durch die Siedlung, keine Ahnung. Eine Fackel. Weiß nicht, ob ich auch hier oben mal irgendwie anfangen will, ein Haus zu bauen. Ob nicht. Hier soll ja noch ein Feld hin gegenüber. Ein schön großes Feld. Das liegt bestimmt, am Haus. Das Steinhaus ist wahrscheinlich insgesamt auch besser als. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Und leer. Ich kann jetzt ja nicht mehr entscheiden. Ich meine, gut, wir können natürlich ein großes Steinhaus bauen und da selber hinziehen mit ihr, ne? Wand. So, okay. Oh, aber die sind auch erstmal nicht. Also, wenn wir noch ein Haus bauen würden. Was kleines Haus, einfaches Haus. Können wir sogar hier noch so eins ans Wasser hinstellen. Fundament ist ja immer gleich. Zack, zack. Aber dass man dann vielleicht Steinmauern baut. Ah, es wird eh zu spät. Na gut, dann würde ich sagen, es ist eine schöne Geschichte fürs nächste Mal, liebe Leute. Nächstes Mal kommen wir in den Frühling. Ich denke, wir werden auch versuchen, beim nächsten Mal den Wiesen und den Bär zu erlegen. Ob das Ganze funktioniert. Wir werden gucken, dass wir dieses Haus fertig kriegen, dass wir den Stanibor geschickter einsetzen und noch jemanden für die Gewinnung bekommen. Aber jetzt ja doch auch sehen, okay, das wollen wir wohl so machen. Der dann wahrscheinlich deutlich schneller Holz sammelt oder Holz erstellt. Dann haben wir dann halt jemanden später
der. Ja, und den wir so einstellen, dass er irgendwelche Sachen uns herstellt, die wir verkaufen können. Aber das haben wir bisher so jetzt nicht. Ich meine, klar, die Kohlsuppe, wenn wir jetzt, wenn unsere Mitbewohnerin jetzt so produktiv wird, was ja durchaus sein könnte, dass sie mehr herstellt, weil die vorher, die Blanka, die konnte ja gar nicht so kochen. Dass wir dann irgendwann merken, okay, jetzt müssen wir mal was verkaufen oder der mich jetzt selber nochmal für 5 Minuten in die Küche, so nach dem Motto. Das nochmal ordentlich Kohlsuppen durchballern. Und beim letzten Mal haben wir auch einen großen Schwung davon verkauft, weil wir einfach zu viel Fleisch haben und gucken müssen, dass uns das nicht alles vergammelt. Und gut, verdorben ist es Dünger fürs Feld. Müssen wir auch, ist nicht ganz verkehrt. Aber viel, viel vor. Und mal gucken, wie das bei der anderen, weil wir haben ja ein Steinhaus irgendwie bauen können und noch ein bisschen schöner denn vielleicht als die Holzhütten, stabiler und sich da wohler. Natürlich möchten wir, dass sie auch halbwegs zufrieden sind bei uns. Oder haben wir wahrscheinlich wieder, oder? Also, das ist ein Rohbau, das muss man ja eh noch machen. Und dann entscheidet man, glaube ich, was zwischen die Wände kommt, oder? Ja, ist dann auch so eine Sache fürs nächste Mal. Ich guck mal, welches Fleisch läuft bald ab? Hier, Zustand 50, 26 Stück nehme ich mal mit. Und 75%, 19 Stück nehme ich auch mit, dann sind da immer noch eine ganze Menge. So, Kohl. Und der läuft bald ab. Dann nehmen wir noch Holzschalen mit. Die mehr als 14 werden es wahrscheinlich eh nicht werden. Ich habe das Rezept jetzt nicht mehr genau vor Augen. Haben wir ja auch noch auf Tasche. Dann gehen wir in irgendeine Hütte rein. Schmeißen den Kessel an. Sagen Kohlsuppe mehr herstellen. 15 Stück. Und sage ich vielen, vielen Dank fürs Reinschalten, Leute. Das war's. Wir lassen ihn noch zu Ende kochen. Macht er jetzt sozusagen beim nächsten Mal, ist es fertig gekocht. Dann haben wir ein bisschen Suppe und können vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen was verkaufen. Oder wir haben dann selber genug. Und ja. Vielen Dank fürs Reinschalten. Schönen Abend noch. Angenehme Nachtruhe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.